Guten Morgen. Es ist jetzt 8 Uhr und ich trinke gerade meine Medizin. Und zwar das Maxivit C. Dann habe ich noch Buchsbaumtropfen, Buchsergrippal und solche Sachen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so viel Husten hatte und Schnupfen. Aber heute wird die Erstellung aufgebaut und ich freue mich schon sehr. Ich bin noch im Pyjama. Muss mich jetzt dann gleich fertig machen. Mama, hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut. Zeige ich euch mal. Das ist unser Ausblick. Das ist das Wetter. Grau. Und da ist unser Auto. So, ich mache mir jetzt fertig und wir sehen uns beim Frühstück. Da haben wir weich gekochte Eier, Mama. Da haben wir weich gekochte Eier. Ganz im Eck. Ja, haben sie. Okay. Das sieht ziemlich cool aus da. Ja, da hinten sind die so cool, die müssen froh sein. Ich habe mir gerade damit einfach irgendwo eine Maschine. Da gibt es sogar Kegelbahn. Und hier sieht es so aus. Tada! Das sieht ziemlich cool aus, ich zeige euch das mal. Hier wird Mama ausstellen. Das ist das Bürgerhaus von Unterföhring. Das sind alles Riesentüren. Ziemlich cool. Jetzt habe ich Mama verloren. Wir sind gerade im zweiten Stock. Mama baut schon auf. Jetzt zeige ich das mal von oben. So bepackt war ich jetzt in den ersten Stock und der Flora sagt voll auf. Erstes Obergeschoss. Control you, even though I want to. And you know it's torture, 'cause you brought someone new. And I can't ignore you, even though I'm trying to. I'ma need a doctor, so nervous next to you. Hell and hello, yeah, those two words are oh so close. Oh baby, can tell that I feel pain. I can't let go. I won't let you be someone, somebody. Can't see you with no one else, no, nobody. Someone, somebody should tell you that you can't leave this body. Healing till you both came around. Don't you call it, babe?
Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich habe mich umgezogen und ein bisschen frisch gemacht am Dutt und so weiter. Hier seht ihr, wie wir uns schon eingelebt haben. Alles ist komplett zugestellt. Und jetzt werden wir essen gehen. Und ich habe schon sehr, sehr Hunger und es gibt Gemüsekisch. Ich werde dort nicht fotografieren oder filmen, weil es eben bei Privatpersonen ist, sage ich jetzt ganz juristisch ausgedrückt. Deswegen, ja, mag ich das nicht so. Ja, ich habe Hunger und wir gehen jetzt los. Mama telefoniert noch mit Oma. Und ja, ich fühle mich heute schon viel, viel fitter, muss ich sagen. Bin nicht mehr ganz so krank. Ich meine, sie redet zu laut. Gleich verschrien natürlich. Husten habe ich noch, wie man hört. Schnupfen auch noch, aber mein Hals ist zumindest weg. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Morgen ist Vernissage. Ich bin schon sehr aufgeregt. 80% haben wir hängen können. Und 3 Wände von 16 fehlen uns noch. Also ich schätze mal, das sind so 80%. Ich kann halt nicht mehr denken. Ja. Jetzt gehen wir essen und ich habe Hunger und ich mag den Pulli und ich halte mit dem Müll. Also, wir sehen uns, wenn wir wieder zu Hause sind. Ich werde euch aufladen in der Zwischenzeit. Also, bis dann!